Leon Schwer steht hier. Leon, am Samstag habt ihr ein Auswärtsspiel in Würzburg. Wir rechnen damit, dass du nach der Leistung vom 3-0 gegen Haching auch wieder von Anfang an dabei bist. Wie schätzt du denn eure Chancen so insgesamt ein, in Würzburg vielleicht auch mal wieder einen Auswärtssieg zu landen, erstmals seit Oktober? Ja, ich denke, Würzburg ist auf jeden Fall ein starker Gegner. Wir müssen einfach die Leistung, die wir gegen Unterhaching an den Tag gelegt haben, auch wieder dort an den Tag legen. Erstmal die Defensive stabil halten, alle zusammen gegen den Ball arbeiten und dann gucken, dass wir ein Tor schießen. Du hattest in dieser Saison durchaus auch schon mal Phasen, wo du aufgrund der Konkurrenzsituation in der Innenverteidigung auch mal draußen saßt. Jetzt hast du dich, glaube ich, in den letzten Wochen wieder ganz gut ins Team reingespielt. Wie war das für dich in den Momenten, als dann vielleicht andere die Nase vorne hatten? War das schwierig, weil das ja einfach dann auch mit sehr viel Geduld verbunden sein musste? Ja, also man gönnt es den anderen im Prinzip auch. Es ist ein Team hier und da ist die einzelne Person eigentlich relativ egal. Und ja, die haben es in dem Zeitpunkt gut gemacht, deswegen muss man da ruhig bleiben und es ist halt nicht das erste Mal, dass ich auf der Bank saß, aber im Prinzip weiterarbeiten und dann probieren und dann, wenn die Chance da ist, Gas geben. Jetzt bist du im Augenblick ja wieder dabei und dann kommen natürlich auch wieder die gefürchteten Einwurfschleudern. Wie kommt das denn eigentlich, wie hat der Trainer gemerkt, dass er dich da auch, ja, ich sag mal, fast als Flankengeber einsetzen kann? Hast du früher mal Diskuswurf gemacht oder wie kommt das? Nee, ich konnte das schon immer, schon in der Jugend. Und irgendwann kam der Trainer halt auf mich zu und hatte mich halt gefragt, ob ich halt weiter Einwürfe kann. Ich weiß nicht, woher er den Tipp hat, aber ja, dann habe ich es ihm gezeigt und seitdem kennt er die Stärke. Ja, Carsten Gockel hat ja mal irgendwann gesagt, der Leon Schwerst ist einer, der trägt die Schränke hoch und runter. Vielleicht hat der Trainer sich an den Spruch erinnert und gedacht, wer Schränke tragen kann, der kann auch einen Einwurf weit in den gegnerischen 16er zimmern. Ja, das kann sein, aber meine Vermutung ist, dass der Tipp von Tim kam, aber... Naja, Tim Geidi ist euer Physio. Genau. Okay. Bei dir sieht es so aus, dass der Vertrag am Saisonende ausläuft. Wie sind da im Augenblick wie ist der Stand der Verhandlungen? Hast du mit Malte Metzelder da schon mal gesprochen? In welche Richtung geht es da für dich? Ja, zunächst einmal konzentriere ich mich erstmal auf die Spiele. Malte weiß, was er an mir hat und wir sind im guten Verhältnis und das zählt erstmal. Und die Spiele sind erstmal wichtiger. Du bist ja noch relativ jung und es gibt ja auch viele Stimmen, die sagen, Leon Schwerst kannst du auch in der zweiten Liga versuchen oder zumindest irgendwann mal packen. Ist das so ein Ziel von dir? Ja gut, man will eigentlich immer das Bestmögliche erreichen, aber für mich zählt erstmal, dass ich die Leistung Woche für Woche im Spiel abliefer und auch auf dem Platz bleibe und das ist eigentlich erstmal primär für mich wichtig. Also ein bisschen kitzeln muss ich doch nochmal. Kann es sein, dass du nächste Saison noch in Münster spielst? Gibt es da Perspektiven? Ja, es gibt alle Möglichkeiten. Okay, dann will ich dich damit mal ins Training entlassen. Leon, besten Dank und alles Gute für Samstag.